Juhu und willkommen zu Phoenix Wright Ace Attorney. So, wir sind bereit, endlich Devasquez komplett zu überführen, aber wir brauchen den entscheidenden Beweis. Natürlich ist es so, wie die Zeugin sagt. Ihr wisst, es ist sehr wahrscheinlich, dass sie es war, aber der Beweis fehlt. Schuss ist sich nicht sicher. Nun, ich bin heute als Zeugin hier erschienen. Wenn Sie keine Fragen mehr haben, werde ich jetzt gehen. Ach, was mache ich jetzt? Sagen Sie nochmal aus. Ich möchte, dass Sie nochmal aussagen. Nochmal aussagen? Man muss wissen, wann man aufgeben muss, Herr Wright. Denken Sie darüber nach, selbst wenn ich nochmal aussagen würde, wozu denn? Ich kann nur das sagen, was ich bereits zuvor gesagt habe, die Wahrheit, Herr Wright. Ich habe schon alles gesagt, was zu sagen ist. Was würde passieren, wenn ich das wiederhole? Sie würden dieselben Fragen stellen und dieselben Antworten bekommen. Reine Zeitverschwendung. Mist. So weit zu kommen, um dann doch zu versagen. Offenbar gibt es keine weiteren Fragen. Ich werde das Kreuzverhör der Zeugin Frau Vasquez gern beenden. Stop it! Nun, Herr Edgeworth! Ich hatte gehofft, dass mir während des Einspruchs eine Frage entfällt, euer Ehren. Aber das war leider nicht der Fall. Verstehe. Nun gut. What is happening? Euer Ehren, ich verlange, dass die Zeugin nochmal aussagt. What? Sie sind der Ankläger, nicht wahr? Warum lassen Sie mich nicht in Ruhe? Ich bin doch Ihre Zeugin. Ich möchte einfach nochmal Ihre Aussage hören. Erscheint Ihnen das sinnvoll, euer Ehren? Ich glaube, dass es uns nichts bringt, die letzten Minuten zu wiederholen. Edgeworth, auch ich sehe wenig Sinn darin, wenn Frau Vasquez alles nochmal wiederholt. Worüber genau sollte sie denn nochmal aussagen? Voll süß, dass er jetzt auf unserer Seite ist. Finde ich gut. In der Tat, Fallig, ich sage folglich. Ich möchte hören, was passiert ist, nachdem die Leiche gefunden wurde. Nachdem die Leiche gefunden wurde? Nun gut, die Zeugin wird vor dem Gericht in dieser Sache aussagen. Nick? Warum hat Edgeworth... Wer weiß. Wahrscheinlich hat er auch erkannt, dass sie es war. Aber... War es nicht er, der gesagt hat, dass er immer einen Schuldspruch erwirkt? Nach allem, was... Edgeworth... Tja... Der unergründliche Edgeworth. Ich war mit Sarah und Oldbeck, der Wachfrau, zusammen, als wir die Leiche fanden. Die Assistentin war auch da, nur Powers war nicht dabei. Ich rief sofort die Polizei, dann tauchte Powers auf. Die Wachfrau Frau Oldbeck war sehr aufgebracht. Sie zeigte auf EP und schrie, er war's. Ich bat darum, mich aus den Ermittlungen rauszuhalten. Ich ging zum Wohnwagen zurück, um das Skript und die Regieanweisungen zu holen. Dann ging ich nach Hause. Aha, Skript und Regieanweisungen? Aha. Ich denke, diese Aussage hat nichts Neues hervorgebracht. Herr Wright, ihr Kreuzfeuer. Okay, Nick, wir sind nah dran, richtig nah. Sie wird jetzt wohl einen auf hart machen. Aber wenn du ihr ordentlich zusetzt, wird sie sich sicher verhaspeln. Finde den Schlüssel und bringe die Wahrheit aus ihr raus, Nick. Genau. Ich meine, die letzte Aussage war das Richtige, weil sie hat was über das Skript gesagt. Und ich kann mich noch ganz genau erinnern, dass wir losgegangen sind, um ein Skript für sie zu besorgen. Also irgendwie muss es damit zusammenhängen. Es wird eine Leiche fanden. Die Assistentin war auch da, eine Pause war nicht dabei. Dann tauchte Pause auf. War sehr aufgebracht. Sie zeigte auf EP und schrie, er war's. Können wir mal untersuchen? Oldbeck, die Wachfrau. Warum dachte die Wachfrau, dass Powers das getan hätte? Sie sagte, weil sie gesehen hatte, wie er zum Studio ging. Richtig, den Stil Samurai. Härter angreifen, just do it. Hat der Inspektor Powers nur wegen der Aussage der Wachfrau festgenommen? Vielleicht nicht. Sie hat dem Inspektor wohl dieses Foto gegeben. Natürlich erführe ich all das erst später. Dieses Foto, also das Bild, das die Überwachungskamera gemacht hat. Sie ist dafür bekannt, dass ihr Urteilsvermögen beschränkt ist, wenn es um Hammer geht. Ich glaube, hier ist nichts Brauchbares zu holen. Ja, allerdings. Mich aus den Ermittlungen herauszuhalten. Warum? Weil du die Mörderin bist! Sie baten darum, aus den Ermittlungen herausgehalten zu werden? Ja, anscheinend sind alle anderen befragt worden. Aber mir macht das wirklich keinen Spaß. Ja, mein Gott, als ob es irgendjemand Spaß machen würde. Aber sie können doch nicht entscheiden, wen die Polizei befragt und wen nicht. Zum Glück ist das Studio oder andere Auffassung. Netterweise war ihnen klar, dass wir in einem Meeting waren. Und deshalb unmöglich in den Mord verwickelt sein konnten. Also haben sie uns gedeckt. Wurden sie von ihnen gedeckt oder wurde was vertuscht? Es muss wohl um einiges gegangen sein, wenn so viele hohe Tiere dort waren. Ihre Experten haben wohl alle überzeugt, dass ihre Befragung unnötig ist. Die Boys von der Mafia oder was? Um das Skript und die Regieanweisungen zu holen. Das ist bestimmt wichtig. Das Skript und ihre Regieanweisungen? Huch, ich drücke die ganze Zeit falsche Taste, hey. Ja, sie sind sehr wertvoll. Sie sollten doch nicht gestohlen werden. Na, natürlich nicht. Härter angreifen. Do it.
Moment mal, ich dachte, sie wären wegen einer Probe zu Studio 1 gegangen. Warum brachten sie das Skript und ihre Notizen nicht mit? Nun, ich hatte den Eindruck, dass wir nichts proben konnten. Warum? Schließlich hat es einen Mord gegeben. Wer hätte danach noch ans Proben denken können? Ach ja, nun verstehe. Nun gut. Frau Vasquez, fahren Sie bitte fort. Wild. Euer Ehren, ich erhebe Einspruch gegen die letzte Aussage. Hä? Denken Sie nach. Frau Vasquez hat gesagt, sie hatte das Skript nicht dabei, weil die Probe ausfiel. Verstehen Sie denn nicht, was es heißt? Sie hat von dem Mord gewusst, bevor sie zu Studio 1 ging. Das meine ich ja, weil wie hätte das denn sein können? Das ist doch wohl sinnlos. Darüber habe ich auch gerade nachgedacht. Und dachte so, ja, kann ja sein, dass sie es gehört hat oder so. Aber es ist eigentlich sehr plausibel, was sie sagen. Was Sie gerade gesagt haben, ist eine vernünftige Feststellung. Aber es fällt mir schwer nachzuvollziehen, warum die Anklage so vorgeht. Oder denken Sie dann noch mal nach, künftig als Verteidiger zu arbeiten? Ich weiß Ihre Bedenken zu schätzen, euer Ehren. Ich stehe jedoch zu meiner Äußerung, egal wie das Gericht meine Rolle sieht. Nun, Frau Vasquez, haben Sie eine Erklärung? Ich kann nicht fassen, dass Edward mir hilft. Die Anklage steckt also mit der Verteidigung unter einer Decke. Welch ein Gericht. Nun, was soll's? Ich glaube, Sie haben mich missverstanden. Ich hätte einen guten Grund anzunehmen, dass die Probe ausfallen würde. Nun gut, die Zeugin wird ihre Aussage dahingehend ändern, dass sie diesen Grund nennt. Konnte keine Action-Szene drehen, deshalb ließ ich beides dort. Ist das aussagekräftig? Konnte keine Action-Szene drehen. Hammer war verletzt. Wusste die davon? Bin mir gerade nicht ganz sicher, weil die hatten ja am Morgen diese Probe, wo der sich verletzt hat. Woher wussten sie von der Verletzung? Woher ich davon wusste? Cell, er hat's mir gesagt. Cell, der Regisseur. Du musst etwas finden, was du ihr anhängen kannst. Oder alles, was wir bisher getan haben, war umsonst. Ich glaube an dich, Nick. Mach sie fertig. Also es muss auf jeden Fall diese Aussage sein. Die letzte. Das ist meistens die wichtigste. Oh, natürlich. Okay, das ist eigentlich relativ offensichtlich, weil sie sagt ja, Hammer war verletzt. Aber in Wirklichkeit war ja nicht Hammer verletzt, sondern, Dingens. Wie heißt er? Powers. Das ist natürlich dann, bisschen sehr auffällig, weil sie weiß ja, dass der Typ in dem Kostüm Hammer war, weil sie ihn getötet hat. Ja, deswegen ist es natürlich auffällig. Sie wussten, dass Hammer verletzt war? Meinen Sie nicht, dass das etwas seltsam ist? Ich dachte, dass es der Steel Samurai war, der sich verletzt hatte. Es war Will Powers. Was? Herr Wright, erklären Sie das! Ja, Herr Hammer zieht auf diesem Foto sein Bein nach. Aber das hat er gemacht, weil er Herr Powers imitierte. Imitierte? Eine Person hat sich beim Üben am Morgen verletzt. Diese Person war Herr Powers und nicht Herr Hammer. Warum glauben Sie also, dass Hammer verletzt war? Ich habe doch schon gesagt, dass Hell es mir erzählt hat. So war's. Er muss es verwechselt haben. Das glaube ich nicht. Herr Manella war ja bei der Probe am Morgen dabei. Er hätte gewusst, dass Herr Powers sich verletzt hat, denn er hat es selbst gesehen. Warum sollte er ihn die falsche Person nennen? Frau Vasquez. Sie sahen Hammer hinken. Natürlich, was denn sonst? In Wahrheit haben Sie von Herrn Manella gar nichts darüber erfahren. Sie haben Herr Hammer selbst hinken gesehen. Ja, aber es war aber doch Herr Powers, der verletzt war. Ja, aber erinnern Sie sich mal. Herr Hammer zog sein Bein auch nach. Warum auch immer? Er hat Herr Powers nachgeahmt. Man weiß ja auch noch nicht, warum er das Kostüm gestohlen hat. Wann hat er das getan? Nun, wohl nachdem er sich das Kostüm des Zielsamurai angezogen hatte und sich auf dem Weg zu Studio 2 machte, wo er ermordet wurde. Exakt. Frau Vasquez, Sie sind ihm begegnet, stimmt's? Sie sahen den Zielsamurai hinten. Und Herr Hammer hat in dem Anzug des Zielsamurai gesteckt. Deswegen verwechselten Sie das. Deswegen dachten Sie, dass Herr Hammer sich am Morgen verletzt hatte. Bitch. Ruhe im Gerichtssaal. Zeugin, können Sie diese Anschuldigung widerlegen? Ja, wir wollen sehen, wie Sie sich da wieder rausfinden, Vasquez. Nun gut, ich habe eine Frage an Sie. Warum sind die wahren Mörder immer so hartnäckig? Warum zur Hölle sollte ich den Tod von Herrn Hammer wünschen? Er musste zwar harte Zeiten durchmachen, aber er war ein Star. Ich hatte überhaupt keinen Vorteil durch seinen Tod, nicht den geringsten Vorteil. Ja, Sie brauchen ein Motiv. Warum hätte sie das Opfer umbringen sollen? Wenn es da einen Grund gibt, ist er dem Gericht unklar. Kann die Verteidigung irgendwas dazu anführen? Anders ausgedrückt, haben Sie einen Beweis dafür, dass sie ein Motiv hatte? Okay, jetzt muss ich mal gucken. So, welches Motiv hätte es sein können? Oh.
der Speer. Ja, würde ich sagen. Ich habe einen Beweis und ich werde ihn vorlegen. Ich lege dem Richter einen Beweis für das Motiv von Frau Vasquez vor. Also die Erpressersache wird es wohl gewesen sein. Ah, warte. Das ist bestimmt, dass sie ihn in Wirklichkeit umgebracht hat, diesen Typ. Und es wird keinen Sinn ergeben, warum er dann nachher die kleinen Rollen angenommen hat. Aber es hat bestimmt irgendwie sowas damit zu tun. Das ist das Foto von eben. Dieses Foto enthüllt das Motiv für diesen Mord. Weil in Wirklichkeit war sie bestimmt die Mörderin und er wusste davon. Und da gab es irgendwie nur eine Übereinkunft oder so. Stimmt doch, Frau Vasquez? Vor 5 Jahren war Herr Hemmer auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Mit der Hilfe von dir, Vasquez, wurde ein schrecklicher Unfall unter den Teppich gekehrt. Sehr geehrte Damen und Herren, der aktuell verhandelte Fall begann genau an diesem Tag vor 5 Jahren. Ironischerweise ging dieser Unfall dem Ende von Herr Hemmer voraus. Seinem Ende als Berühmtheit. Seine Schuld hat ihm sicherlich zugesetzt. Wie auch immer. Sie, dir, Vasquez, nutzten Herr Hemmer aus. Sie zeigten ihm gerade mal einen Hungerlohn. Was uns zur Gegenwart bringt und zu Herr Hemmers letzte Rolle als böser Richter. Genau, das war zweifellos ein Grund für den Exter, sich ständig zu schämen. Moment, Pirate. Wir sprechen von Motiven, aber sie haben bisher nur von Herr Hemmer gesprochen. Man könnte fast den Eindruck gewinnen. Herr Hemmer hätte dir Vasquez umgebracht und nicht umgekehrt. Welches Motiv hätte er Frau Vasquez haben können? Ja, das stimmt. Nach all dem, was Sie gesagt haben, hätte ich keinen Grund gehabt, Hemmer zu töten. Er war eine Einkommensquelle für mich. Und ich entledigte mich niemals nützlicher Männer. Das ist eins meiner Prinzipien. Hey, right, wenn Sie uns bitte das Mordmotiv von Frau Vasquez darlegen? Einverstanden. Lassen Sie mich dem Gericht Beweise für das Motiv von Frau Vasquez offenlegen. Beweise auch noch? Hey, was? Was ist denn der Beweis? I don't know, vielleicht hatte sie doch einfach keins. Okay, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, sie hatte doch kein Motiv, deswegen lege ich jetzt irgendwas vor. Hier ist mein Beweis. Und hieraus ist zu sehen, welches Motiv Frau Vasquez hatte, um Emma zu töten. Das beweist doch nur, dass der Verteidiger nicht mehr alle Tassen im Schrank hat. Ups. Alright, das Gericht verlangt, dass sie sich das mit ihren Tassen geregelt kriegen. Und leider muss ich sie wegen der Zeitverschwendung mit einer Strafe belegen. Nick, wir sind so nah dran. Denk das sorgfältig durch, bitte. Alright, ich frage sie noch einmal. Sie hatte kein Motiv. So. Sie hatte kein Motiv, euer Ehren. Was soll das denn jetzt? Herr Hemmer war derjenige, der Blut vergießen wollte. Frau Vasquez stieß ihn nur zur Notwehr die Treppe runter. Ja, okay. Das ergibt Sinn, warum der in einem anderen Kostüm hingegangen ist. Das war eine andere Überlegung von mir, aber ich dachte so, nö. Er gibt irgendwie nicht so viel Sinn. Ich hätte eher gedacht, dass der Mord vielleicht doch wirklich von Frau Vasquez gewesen wäre. Und dass er eher sie in der Hand gehabt hätte und dass er aus irgendeinem Grund wirklich die kleineren Rollen haben wollen würde. Was soll denn das jetzt? Es ist ganz einfach. Herr Hemmer hatte die Absicht, Frau Vasquez zu töten. Ach. Was? Ach so, das hat Edward gesagt, nicht die Dusse. Hä? Euer Ehren. Jack Hemmer setzte er Powers mit Schlaftabletten außer Gefecht. Jack Hemmer schlich sich in die Umkleide und stahl das Kostüm des Ziels Samurai. Jack Hemmer trug das Kostüm, um der Wachfrau vorzugaukeln, dass er Powers sei. Da machte sich Jack Hemmer auf den Weg zum Wohnwagen. Und aus welchem Grund, fragen Sie sich, um der Vasquez zu töten, die ihn all die Jahre so schamlos ausgenutzt hatte? Oh, what? Ja, das klingt ganz logisch, relativ. Sie haben es also doch getan. Geben Sie es zu? Ja, ich bekenne mich schuldig. Ich hab's getan. Endlich! Kann jemand den Notarzt rufen? Da ist überall Blut. Wir kommen zu spät. Ach, Frau Vasquez, was ist hier passiert? Manuel ist die Treppe des Wohnwagens runtergestürzt. Manuel! Frau Vasquez, versuchen Sie bitte Ruhe zu bewahren. Nein, wie konnte das... Es war ein Unfall. Herr Hemmer hatte eine Action-Szene gedreht und... Nein, Manuel, fassen Sie nicht an. Frau Vasquez, nein. Bitte stirb nicht. Bitte. Drama. Krass. Glückwunsch, Herr Wright. Ich verliere schon wieder. Boah. Ich hätte ihr irgendwie anders eingeschätzt. Ich hätte eher gedacht, dass sie skrupelloser wäre und wirklich ein Motiv gehabt hätte. Edgeworth, wo ist der Vasquez?
im Wartezimmer, ja. Ruhig und gefasst wie immer. Ich verstehe. Herr Wright. Ja, euer Ehren? Scheint so, als hätten Sie erneut ein Wunder vollbracht. Vielen Dank, euer Ehren. Ich glaube nicht, euer Ehren. Powers war unschuldig. Dass das ans Licht kam, ist ganz natürlich und kein Wunder. Ja, da haben Sie recht. Nun gut. Dieses Gericht befindet den Angeklagten Will Powers für... nicht schuldig. Das ist alles. Die Verhandlung ist geschlossen. Wow. Ey, wir haben es geschaut. So nice. Just look at it. Finished gut. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Vielen, vielen Dank. Ich bin nur froh, dass es Ihnen gut geht. Ja, aber es ist so traurig. Ich weiß jetzt, dass der Hammock mein Kostüm gestohlen hat. Schlimm genug, dass er Frau Vasquez töten wollte, aber mir vorzustellen, dass er mir den Mord anhängen wollte, das macht mich sehr traurig. Sagen Sie mir, warum, Herr Wright? Sagen Sie es mir. Warum wollte der Hammock mir die Schuld in die Schuhe schieben? Moment, haben wir Beweise dafür? Es gibt bestimmt einen. Herr Powers... der Weg zum Ruhm vielleicht. Vielleicht wegen dem Mord, was ihm im Endeffekt egal war. Oder ich würde sagen, weil er eben den Erfolg letztendlich hatte. Dadurch, dass Frau Vasquez so scheiß zu ihm war. Ich glaube, das ist es. Herr Hammer wollte ihm die Schuld in die Schuhe schieben, weil... ja, weil er halt so viel Ruhm hatte, denke ich. Es liegt daran, dass sie das Tier-Samurai waren. Weil ich das Tier-Samurai war? Herr Hammer war einmal ein großer Star, aber dann wurde er erniedrigt, in einer Kinderserie nur noch den Bösewicht zu spielen. Die Kids lieben den Tier-Samurai, darum hat er sie gehasst. Ich glaube, jetzt habe ich es verstanden. Er hätte es mir einfach sagen können. Ich hätte jederzeit mit ihm getauscht. Ich glaube, darum ging es ihm nicht. Danke, ich bin doch froh, dass es vorbei ist. Ich auch. Glückwunsch, WP. Oh, hey, dank Ihnen kann ich das Kostüm des Tier-Samurai doch nochmal tragen. Ich kann es kaum erwarten, dieses verschwitzte Kostüm wieder überzustreifen und... Stimmt etwas nicht? Nein, alles in Ordnung. Oh. Nick, Edgeworth. Der sieht immer so düster aus, wenn er im normalen Spiel so auftaucht. Sagen Sie etwas, Wright. Smalltalk liegt mir nicht so. Hä? Was? Es tut mir ehrlich leid für Sie, Edgeworth. Sie kommen gleich zur Sache mit der Schadenfreude, was? Nein, ich wollte Ihnen aufrichtig danken. Vasquez wäre davongekommen, wenn Sie nicht eingeschritten wären. Schön, Sie kennenzulernen. Ich bin Powers. Edgeworth. Ich bin ein großer Fan Ihrer Arbeit, Herr Powers. Wie klar. Right. Ich muss schon sagen, ich hätte nicht erwartet, Sie nach all den Jahren wiederzusehen. Wiederzusehen? Wie auch immer. Im Nachhinein wäre es wohl besser gewesen, wir hätten uns nicht wieder gesehen. Wegen Ihnen muss ich mich mit unnötigen Gefühlen belasten. Unnötige Gefühle? Ja, Unbehagen und Unsicherheit. Aber sind die nicht irgendwie auch wichtig? Mir sind sie nur im Weg. Hören Sie mir zu, Phoenix Wright. Kommen Sie mir nicht noch einmal in die Quere. Das wollte ich Ihnen nur gesagt haben. Bitch, hallo? Herr Wright, ist dieser Typ Ihr Freund? Was, Freunde? Wohl kaum. Sie sind Rivalen. Rivalen, stimmt doch, Nick? Zurzeit schon, denke ich. Hä? Warum habe ich das Gefühl, etwas verpasst zu haben? Sag schon, Nick. Was ist da los zwischen dir und Edgeworth? Bromance. Und so fällt der Vorhang nach einer weiteren Verhandlung. Die Enthüllung des Unfalls von vor 5 Jahren hat ganz schön Unruhe gestiftet. Das war in aller Munde. Glücklicherweise haben die Global Studios die Änderung des Programms überdacht. Sie drehen wieder Kinderserien. Oh, nein. Das ist es. Die neue Serie startet heute. Die schauen wir uns doch zusammen an, oder? Ich gebe zu, ich war etwas überrascht. Ich hatte nicht gedacht, dass sie das durchziehen würden. Du musst auch Sammelkarten kaufen, okay? Die tauschen wir dann mit Cody und der Assistentin. Okay, mache ich. Findest du es nicht super, dass WP wieder die Hauptrolle spielt? Ich frage mich, ob sein wahres Gesicht diesmal gezeigt wird. Ich weiß ja nicht. Ich glaube, die Welt ist noch nicht für den echten Will Powers bereit. What? Wie krass. Der ist einfach mal die rosa Prinzessin. So beautiful. Okay, dann würde ich sagen, im nächsten Part schauen wir uns dann einfach mal den neuen Fall an. Tut mir sehr lang leid, dass der Fall so, die Folge so lang geworden ist. Aber dafür bin ich echt sehr gespannt auf den nächsten Fall. Auf den freue ich mich schon die ganze Zeit, wie ich dieses Spiel spiele. Ich glaube, das wird der coolste Fall. Also sehen wir uns dann. Tschüss.